Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Juggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute am 1. November 2018, einen Donnerstagabend, habe ich mich hier über Skype eingefunden mit zwei Brüdern in Christus aus Deutschland. Michael, der eine, der mich schon öfter bei dieser Lesung begleitet hat, und Viktor, der andere, der mit uns ja die Lesung gemacht hat hinter den Diktatoren, nachdem er das Buch ja fantastisch selbst übersetzt hat, ist heute auch als Gast damit bei, um uns zu begleiten in der 9. Lesung des zweiten Bandes von Karl Theodor Griesinger, die Jesuiten vollständige Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis jetzt. Wir befinden uns im 5. Buch. Das ist das erste Buch des zweiten Bandes. Ja. Das heißt, die Ehrlichkeit der Jesuiten oder die Söhne Loyolas in ihrer wahren Gestalt, wobei Ehrlichkeit man natürlich am besten zwischen Anführungszeichen stecken könnte. Wir lesen heute das Ende des ersten Kapitels in diesem 5. Buch, der ewige Kampf der Söhne Loyolas mit der übrigen katholischen Geistlichkeit, und widmen uns danach dem 2. Kapitel, das heißt das Anstößige der jesuitischen Konstitution, Lehre und Erziehungsmethode. Erster Teil. Na? So. Und dann bleibt mir ja nichts anderes übrig, als meine zwei Gäste eben willkommen zu heißen. Als erstes Michael, den ihr schon kennt, und danach wird Viktor sich mal eben vorstellen an diejenigen, die ihn noch nicht kennen. Hallo Michael, herzlich willkommen und ich hoffe, es geht dir gut. Hallo liebe Zuhörer und Zuschauer von den Joggler-Kanälen, mir geht's ganz gut. Wir haben heute den 1.11. und deswegen habe ich mich hier dick eingepackt und mit einem Lakritz bewaffnet, und von mir aus kann es jetzt auch gleich losgehen. Mit einem Lakritz bewaffnet, ist gut gesagt. Und Viktor, wie hast du dich bewaffnet? Herzlich willkommen zur Sendung. Ja, hallo, moin moin. Und ja, schön, dass ich jetzt mal das erste Mal ja diese Lesung mal mit begleiten darf. Bewaffnet habe ich mich jetzt, sage ich mal, ja, ist schon ein bisschen her mit einem Pfefferminztee, der ist aber schon ausgetrunken, aber der wirkt noch ganz gut nach. Und ja, ich freue mich dann auch soweit, dann das Wort zu übergeben und mit der Lesung zu beginnen. Ja, dann fangen wir mal an mit Karl Theodor Griesinger und dem nächsten Teil. Wir sind normalerweise gekommen bis ziemlich in die Mitte der Seite 152 oder fast unten der Seite 152 bei Quesnel. Aber ich gehe nochmal, so wie ihr seht, dieses Stückchen zurück und fange hier oben auf Seite 151 nochmal an, weil wir in diesem nächsten Absatz jetzt nochmal einiges über die Jansenisten lesen, und ich wollte dazu etwas sagen, was ich vorbereitet hatte in einem Kommentar, weil ich hatte in der letzten Sendung ja abgeschlossen, über die Jansenisten einen Kommentar zu geben, und wir müssen uns eben daran erinnern, dass Jansen, auf den der Name Jansenisten beruht, in Löwen, hier wo ich in Belgien im Moment lebe, und in Paris, also auf der jesuitisch geführten Universität der Sorbonne, lernte. Und darum sagte ich zum Schluss der letzten Sendung, dass sie eben auch ihre eigene Opposition gründen. Ja? Weil der Jansen wurde ja auf jesuitischen Schulen ausgebildet. Darf man nie vergessen. Nichtsdestotrotz hat der Jansen mit seinen Schriften dafür gesorgt, dass die Leute eine biblische Lehre verfolgt hatten, anstatt eine häretische jesuitische Lehre. Aber man darf nicht vergessen, dass wir zu der Zeit Ende des 17. Jahrhunderts hier, 1670 und so weiter, immer noch in der Zeit lebten, wo das Edikt von Nantes gültig war. Und deswegen waren die Jansenisten für die Jesuiten ein willkommenes Ziel, doch noch Heretiker ausschalten zu können. Weil jeder, der sich dem Jansenismus anschloss, war automatisch ein Heretiker, ein Protestant. Und die Protestanten waren im Allgemeinen, sicher wenn es die Hugenotten waren, nach dem St. Bartholomäus-Massaker im 16. Jahrhundert, waren durch das Edikt von Nantes geschützt. Die Jansenisten waren wohl weniger geschützt. Und so hatten die Jesuiten einen Weg gefunden, trotz der Wirkung des Edikts von Nantes, das erst 1685 aufgehoben wurde, hier noch weitere Hugenotten, will ich jetzt nicht sagen, aber Protestanten eben zu verfolgen. Und deswegen lesen wir jetzt in dem Licht dieser Erkenntnis diese knappe Seite nochmal, bevor wir dann weitergehen. Und dann ungefähr 2,5 Seiten später ist das Kapitel sowieso zu Ende und dann gehen wir in das nächste Kapitel rein. Also seit dem Jahre 1671 ließ der berühmte Theologe Pascasius Quesnel vom Orden der Väter des Oratoriums das Neue Testament nach und nach in Abschnitten in französischer Sprache mit moralischen Anmerkungen versehen erscheinen. Und dieses Werk, das endlich im Jahre 1687 vollendet wurde,
eine ganz vollständige Ausgabe erschien aber erst anno 1693 in Paris, ward von allen Gläubigen Frankreichs wegen seines erbaulichen Inhalts mit der tiefsten Inbrunst begrüßt. Auch empfahlen es viele Seelenhirten ihren Beichtkindern aufs Beste, und unter diese Hirten gehörten Männer wie Benigius Buffet, Almosenier des Dauphins und Bischof von Meaux, sowie Ludwig Anton Roy, Kardinalerzbischof von Paris, wie Pierre Labrou, Bischof von Mirepoix und noch so viele andere. Ja, sogar die Sorbonne selbst, also die größte jesuitische Universität, die theologische Fakultät von ganz Frankreich im Grunde, fand nur Lobenswertes in dem Buche, und dasselbe Urteil fällte Papst Innozenz XII., welchem es ebenfalls vorgelegt worden war. In einem ganz anderen Lichte erschien dagegen dieses Neue Testament den Jesuiten, denn sie fanden darin so viele Widersprüche mit ihrer Lehre von der Gnade und mit ihrer Moraltheologie, die auf Liguori aufbaut, dass sie aufs Heftigste erbittert wurden. Sie machten ja darauf Anspruch, die alleinigen wahren Lehrer der Christenheit zu sein. Musste es ihnen also nicht als eine tiefe Beleidigung erscheinen, wenn eine von ihren Lehren auch nur im Entferntesten einen Angriff erlitt? Gewiss, die sämtlichen Theologen, die ganze Kirche, was da lebte, alles sollte sich nach ihrem Sinn bequemen oder aber gewärtig sein, von den Söhnen Loyolas bis zum Tode verfolgt zu werden. Einstimmig und mit einem wahren Mordgeschrei fielen sie also über das Quesnelsche Buch her und überredeten alle Bischöfe, die sonst zu ihnen hielten, dasselbe in eigenen Hirtenbriefen zu verdammen. Als Grund der Verdammung aber wurde die jansenistische Tendenz desselben angegeben, welche man fast aus jeder Zeile herauslesen könne. Und so erwachte der jansenistische Streit von Neuem, nachdem er kaum ein paar Jahre lang mit Mühe in den Schlaf gesungen worden war. Ja, dieser jansenistische Streit erwachte wieder, der alte Kampf, und zwar mit gedoppelter und dreifacher Heftigkeit, so dass ganz Frankreich in denselben hineingezogen wurde. Diesmal jedoch begnügten sich die Jesuiten nicht mehr mit den Giftwirkungen ihrer Schmähreden und Schmähschriften, sondern sie fügten die Donnerkeile der weltlichen Gewalt hinzu, denn der Sonnenkönig Ludwig XIV., der Beherrscher von Frankreich, war inzwischen ein altersschwacher Frömmler geworden und ließ sich von seinem jesuitischen Beichtvater Lachaise sowie von seiner in gleichem Sinne wirkenden Mätresse Maintenon vollkommen beherrschen. Nieder mit den jansenistischen Ketzern war jetzt das Feldgeschrei der Söhne Loyolas. Nieder mit ihnen so gut als mit den Hugenotten und Calvinisten, mit welchen man durch die Höfe des Schwertes in so kurzer Zeit fertig zu werden wusste. Lange genug nun haben wir es mit dem Bekehren und mit dem Belehren und Bekehren versucht. Lange genug alle Mittel des Friedens in Anwendung gebracht. Lange genug alle Fasern unserer Geduld erschöpft. Jetzt ist der Krug voll bis zum Überlaufen und es bleibt nichts mehr übrig als die Bekehrung mit Blut und Eisen, wenn Ruhe und Ordnung im Staat wiederkehren soll. So schrien die Jesuiten, und da sie, wie schon gesagt, den König nebenbei gesetzt, den in Ausübung seiner königlichen Gewalt unumschränkten Monarchen der Welt vollkommen in ihren Händen hatten, so kann man sich denken, was jetzt folgte. Ganz willkürlich wurde gegen jeden eingeschritten, der sich zum Jansenismus bekannte oder welchen der Orden Jesu, weil er ihn aus irgendeinem Grunde missfiel, als einen Jansenisten verdächtigte. Und bald war niemand, außer ein erklärter Anhänger der Jesuitenpartei, mehr seiner Freiheit, seiner Ehre, seines Eigentums, ja sogar seines eigenen Lebens noch sicher. Quesnel selbst, mit einem großen Teil seiner reicheren Anhänger, entfloh nach den Niederlanden und entging so der Rache seiner wütenden Feinde. Und das ist nicht nur Quesnel, wir sprechen hier ja über das Ende des 17. Jahrhunderts. Solche Leute wie Philipp von Limborch, der 1692 sein Buch veröffentlichte, History of the Inquisition, das im Anfang des 18. Jahrhunderts von Adam Chandler ins Englische übersetzt wurde, floh genauso nach Niederlande. Knapp 500.000 Menschen flohen damals, weil wir reden dann hier über die Zeit der Aufhebung des Edikts von Nantes, ja, 1685 und fortfolgende Zeit.
In der Zeit ging ein wahnsinniger Ruck durch Frankreich. Hunderttausende Menschen wurden verfolgt, ermordet, aber auch hunderttausende Menschen verlassen oder verließen das Land. Und mit ihnen natürlich sehr viele, heute würden wir sagen, Fachkräfte, ja, Facharbeiter, die dann natürlich in der Wirtschaft von Frankreich danach Anfang des 18. Jahrhunderts stark vermisst wurden. Jedenfalls war auch Quesnel einer derjenigen, der dann einem Großteil seiner reichen Anhänger nach Niederlande entfloh und somit der Rache seiner glühenden Feinde oder wütenden Feinde entkam. Er starb dann 1710 als ein Greis von 76 Jahren in Amsterdam. Dafür aber ließ der Orden Jesu seine Wut an Port Royal aus und brachte es wirklich dahin, dass dieses herrliche Kloster als die Pflanzstätte und Hauptheimat des Jansenismus von der Pariser Polizei auf höheren Befehl nicht nur geschlossen, sondern auch anno 1709 mit allen seinen vielen Gebäulichkeiten vollständig demoliert und auch zerstört wurde. Überdem füllten sich die Gefängnisse Frankreichs, besonders die Bastille, auf eine schreckenerregende Weise mit Jansenismus-Verdächtigen. Und wer einmal festsaß, der durfte ganz sicher sein, nur als Leiche aus den unseligen Mauern wieder herauszukommen. Ganz Frankreich stöhnte unter diesen despotischen Gewaltakten. Und weil man wohl wusste, von wem diese Akte ausgingen, so begrüßte man den Tag, an welchem der schlimme Beichtvater Lachaise starb. Es war der 20. Februar 1709. Diesen Tag begrüßte man als einen Tag der allgemeinen Freude. Jedoch, die Freude verwandelte sich nur allzu bald in ein noch heftigeres Leid. Denn auf den schlimmen Lachaise folgte der noch weit schlimmere Letellier, welcher an bösartigen Tücken überreich war und den alten, reuigen Sünder, genannt Ludwig XIV., den Sonnenkönig, noch mehr in seine Gewalt bekam als sein Vorgänger Lachaise. Die Verfolgungen der Jansenisten, oder vielmehr aller derer, welche die Jesuiten gern aus dem Wege geräumt hätten, dauerten also nicht nur fort, sondern wurden noch verschärft, und abermals floh eine beträchtliche Anzahl von französischen Bürgern in die nahen sicheren Niederlande. Und übrigens auch weiter nach England und die Vereinigten Staaten von Amerika, die damals ja noch die Kolonien waren, und viele protestantische Flüchtlinge aus Europa aufgenommen haben, die dem Joch des Antichristen probierten zu entkommen. Und nichts anderes ist diese Aktion der Jesuiten hier in Frankreich, das Joch des Antichristen, des Papstes von Rom. Um nun übrigens einen Schein von Recht zu solchen Verfolgungen zu bekommen, bat Letellier den Antichristen Papst Clemens XI. Nach dem Vorbilde der Congregatio de Auxilis ein Untersuchungsgericht über die Quesnelschen Ketzereien niederzusetzen, und der Papst entsprach sofort dieser Bitte. Ja, wenn ein Jesuit etwas sagt, dann springt der Papst, ne? Ja, noch mehr sogar. Er ernannte zu Untersuchungsrichtern lauter Anhänger des Jesuitenordens und bestellte den Kardinal Fabroni, einen Hauptfreund der Sozietät, zum Präsidenten der Kongregation. Was aber der Sache erst die Krone aufsetzt, von all diesen Richtern verstand nur ein einziger Französisch. Und doch sollten dieselben ein Werk, das französisch geschrieben war, lesen, beurteilen und verdammen. Wisst ihr, das erinnert mich daran, dass auf dem amerikanischen Hohen Gerichtshof, auf dem Verfassungsgerichtshof der Vereinigten Staaten von Amerika, das sich aus 9 Richtern zusammensetzt, und die Vereinigten Staaten von Amerika sind ja so gesagt ein protestantisches Land, kein einziger Protestant sitzt, der eben die Aufgabe hat, die Verfassung dort zu beurteilen und zu interpretieren. Das ist hier genau das Gleiche. Wird hier nicht irgendwie der Bock zum Gärtner gemacht, wenn ich Richter ernenne in einer Kommission, die ein Werk beurteilen sollen, die ein Werk lesen sollen, was sie überhaupt nicht lesen können, weil sie der Sprache nicht mächtig sind? Das ist ja wohl absolut lächerlich, aber ganz typische jesuitische Politik, um dafür zu sorgen, dass ihr Wille durchgesetzt wird. Ja? In der Tat, eine kolossale Komödie,
wie noch wohl noch nie eine zweite aufgeführt wurde. Allein, was lag daran, wenn sie nur die gläubige Welt sich täuschen ließ? Die Kongregation hielt also ihre Sitzungen und ihr französisch verstehendes Mitglied Aubenton brachte es schon nach verhältnismäßig kurzer Zeit dahin, dass 100 Sätze und einer des kelsnischen Testaments als gefährlich, ärgernisgebend und ketzerisch bezeichnet wurden. Freilich befanden sich darunter auch einige Bibelsprüche sowie mehrere Lehrsätze des heiligen Augustin und anderer orthodoxen Kirchenväter, natürlich jedoch ohne, dass die gelehrten Herren Mitglieder der Kongregation auch nur eine Ahnung davon gehabt hätten, denn sie scheinen im Studium der Kirchenväter und der Bibel nicht besonders weit voran gewesen zu sein. Allein, was lag auch hieran? Genug. Der Jesuit Jouvency konzipierte eine Bulle, in welcher die bewussten 101 Sätze feierlichst verdammt wurden, und der Papst publizierte das Schriftstück, welches nach seinen ersten Worten, nach seinem ersten Worte Unigenitus heißt, am 8. Oktober 1713 für die ganze Christenheit, also sprich für die ganze römisch-katholische Welt, ja? Nicht die Christenheit, die fegt seinen Hintern an den Bullen des Papstes. Nun hatten die Söhne Loyolas doch einen scheinbar rechtlichen Anhaltspunkt für ihre Jansenistenverfolgung, und da ihnen Ludwig XIV. Mit seiner königlichen Macht getreulich beistand, so durften sie hoffen, mit dem Jansenismus sowie überhaupt mit all ihren Feinden in Frankreich schnellstens fertig zu werden. Diese Hoffnung erfüllte sich auch tatsächlich, obschon Ludwig XIV. Schon 2 Jahre darauf verstarb und viele französische Bischöfe die Bulle Unigenitus als einen Eingriff in die Rechte der gallikanischen Kirche nicht annehmen wollten, denn Ludwig XV., den der Kardinal Fleury beherrschte, trat ganz in die Fußstapfen seines Vorfahren Le Tellier und erließ schließlich anno 1728 ein sogenanntes Lit de Justice, also ein Gesetzbuch, infolge dessen folgens die letzten Jansenisten nach Utrecht in den Niederlanden flüchteten. Auf diese Art kam der große jansenistische Streit zu einem Ende, und die Söhne Loyolas durften sich rühmen, auch hierin den Sieg davongetragen zu haben. Aber wenn auch dieser Sieg ein tatsächlicher war, ein moralischer war er nicht. Im Gegenteil lernte die Welt aus ihm die Jesuiten erst recht kennen, und diese Erkenntnis brachte ihnen größeren Schaden, als wenn sie den Jansenischen Augustinus gänzlich ignoriert haben würden. Überdem dauerte der Jansenismus in den Niederlanden fort, und jetzt noch, also Mitte des 19. Jahrhunderts, bekennen sich dort 27 Gemeinden zu demselben. Doch geben sich seine Anhänger nicht sowohl den Namen Jansenisten, als vielmehr Schüler des heiligen Augustin, denn sie halten sich strengstens an seine Lehre und sind daher stets personifizierte Gegner des Jesuitismus geblieben. Und damit, Kommentar. Und damit endet dieses Kapitel, und natürlich gebe ich jetzt gerne eben das Wort an Michael, um da einen Kommentar drüber zu geben. Bitteschön. Ja, sorry, ich wollte nicht ins Wort fallen, aber ich hatte so dieses Ende des Kapitels so als wunderbare Gelegenheit benutzt. Ja, ich wollte einfach nur sagen, mir fällt bei dieser ganzen Geschichte halt wieder ein, dass der Zweck die Mittel heiligt. Und da kann man, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen. Im Endeffekt geht es denen halt einfach nur um Gebietsgewinne, sodass sie dann letzten Endes dann aufgrund des Supportes des Papstes, des jeweiligen Papstes, halt dann eigentlich freie Bahn haben und im Endeffekt, glaube ich, auch nur noch im Weltlichen ganz, ganz wenige Gegenspieler haben, aufgrund dessen, dass halt der Papst, das Papsttum selber mit der ganzen Finanzmacht dahinter steht. Da kann man ja dann auch andere möglichen Leute finanziell dann bedienen, und man kann ja sogar dann selbst die Richter aussuchen teilweise. Man hat auf jeden Fall dann Einfluss, und es ist halt immer gefährlich, wenn Religion beziehungsweise wenn Kirche und Staat sich vermischt, dann ist halt einfach ganz klar, bei dem Reichtum der Kirche gegenüber dem des Staates, wer eigentlich da die Oberhand hat. Das wäre mein Kommentar dazu. Mhm. Finde ich ganz interessant, was du dazu zu sagen hast, Michael. Ich möchte da selber auch noch ein paar Dinge hinzufügen. Wenn wir diese Geschichte, wie Griesinger sie hier in diesem Buch unter anderem aufschreibt, wissen, dann verstehen wir, wie wir dahin gekommen sind, wo wir heute sind. Weil wir lesen hier in Griesingers Buch, seit dem ersten Band bis jetzt, wo wir hier im ersten Drittel des zweiten Bandes
bereits abgeschlossen haben, lesen wir immer wieder, wie die Jesuiten das eine nach dem anderen Land unter Regierungskontrolle bekommen wollen. Und heute leben wir in einer Zeit, wo sie es in Europa geschafft haben, all die Länder unter ihre Kontrolle zu bekommen und deswegen es sich erlauben können, die EU, die Europäische Union, zu gründen. Ich möchte dann nur mal eben kurz in die Geschichte zurückgehen. Wenn wir mal so kleine 60 Jahre zurückgucken in unserer jüngsten Vergangenheit, dann hat die Europäische Union, wie wir sie heute kennen, damals angefangen mit einer Europäischen Wirtschaftsunion. Na? Und hat ein paar Mal ihren Namen geändert von einer europäischen, was weiß ich, Wirtschaft, EWG oder EWU oder wie das hieß, oder EEC oder wie auch immer das hieß, European Economic Community. Wie das hieß, sind wir in diese Europäische Union heute reingerückt. Und diese Europäische Union, die wir heute haben, ist im Grunde nichts anderes als das, was in Daniel Kapitel 2 mit dem Metallmann prophezeit wurde, wenn wir die 10 Zehen aus Eisen vermischt sehen mit dem Ton. Und Eisen und Ton mischt sich eben nicht. Das Papsttum hat durch die Jahrhunderte, man kann fast sagen beinahe durch die Jahrtausende, aber sicher die letzten 15, 16 Jahrhunderte immer versucht, Europa zu einen. Und einer der ersten Schritte war zum Beispiel die Krönung von Karl dem Großen im Jahr 800 und das daraus resultierende tausendjährige Reich, das aber nie vollständig unter der Kontrolle des römischen Cäsar war oder des römischen Papstes war. Und das haben sie auf alle möglichen Wege versucht zu erreichen. Sie haben es versucht zu erreichen mit Revolutionen, mit Umstürzen, mit der Französischen Revolution. Sie haben es versucht mit dem Ersten Weltkrieg, mit dem Zweiten Weltkrieg. Sie haben es mit Hitler versucht. Hitler, der das Schwert der deutschen, Hitler, der das Schwert der katholischen Kirche sein sollte, um Europa zu vereinigen. Auf dem Gewaltweg haben sie es nicht geschafft. Deswegen versuchen sie es via Subversion, das heißt Unterwanderung, Infiltration, Infiltration der Regierungen und so weiter und so weiter. Und immer wieder wird ihnen irgendwo ein Stock in die Speichen geschmissen. Wie zum Beispiel im Augenblick das Thema mit dem Brexit, dass England sich da wieder von lossagen will. Es gelingt einfach nicht, Europa unter ein Joch zu bekommen. Lass uns mal so sagen. Und man sieht hier in dieser Griesinger-Geschichte, wie sie das von Land zu Land probiert haben. Wir haben Portugal besprochen, wir hatten Spanien besprochen, wir hatten Italien besprochen, wir hatten Deutschland besprochen, wir hatten Polen besprochen, wir haben Schweden auch gesehen, wie sie es da probiert hatten. Wir haben den 30-jährigen Krieg gesehen, wie sie es in ganz Europa probiert haben. Wir haben jetzt Frankreich gerade eben gesehen und in Frankreich sind sie ja immer wieder auch verboten worden, auch jetzt im 18. Jahrhundert, da kommen wir dann vielleicht später nochmal zu, 1762, wo dieser Fall von Lavalette rauskam, sind sie ja auch danach verboten worden. 1773 hat der Papst den ganzen Jesuitenorden verbieten lassen. Immer wieder sind die Jesuiten und ist die römisch-katholische Kirche gegen Mauern gelaufen, gegen Mauern des Widerstandes. Und es wird so bleiben, weil Eisen und Ton mixt sich nicht miteinander. Das hat Gott bereits so bestimmt und deswegen gab es die Statue von Daniel so her. Und es dauert und bleibt für uns nur noch über, diese Geschichte zu studieren. Und dann, wenn wir das hier studieren, was der Griesinger uns in diesen beiden Büchern bis jetzt hier geschrieben hat, dann verstehen wir, warum wir heute da sind, wo wir sind. Und wenn wir dann die Bibel lesen, dann verstehen wir auch, wo wir weiter hingehen werden. Und wir werden sehen, dass das Motto der Freimaurer, Ordo ab Chao, also Ordnung aus dem Chaos, nur erreicht werden kann, wenn man Chaos sät. Und das müssen sie machen, weil auf anderem Wege schaffen sie es einfach nicht. Sie nehmen, wie du, glaube ich, gesagt hast, jedes Mittel ist ihnen recht, um ihr Ziel zu erreichen. Ja, der Zweck heiligt die Mittel, das jesuitische Motto, das wir kennen. Wenn das Ziel gut ist, dann ist auch jeder Weg, dieses Ziel zu erreichen, gut. Und das ist eben die jesuitische Morallehre, hauptsächlich von Liguori und von anderen jesuitischen Morallehrern. Und ich bin dem Autor sehr dankbar, wie er das hier Land für Land aufteilt. Und wenn wir diese Geschichtskenntnis haben, dann können wir heute in 2018 viel leichter verstehen, warum wir heute da sind, wo wir sind, mit diesem Hintergrund. Und zu dem Karl dem Großen kann man noch dazu sagen, dass ab 1950 der sogenannte internationale Karlspreis verliehen wird. Dieser wird nur Personen verliehen, die sich um Europa und die europäische Idee, europäische Einigung verdient gemacht haben.
Da sieht man doch mal ganz wieder, woher die Geschichte kommt. Denn damals ist ja Karl der Große vom Papst gekrönt worden, so wie auch beispielsweise Napoleon vom Papst gekrönt wurde, beides mal zum Kaiser. Ja, und der wenn Napoleon mich, hat sich selbst gekrönt in 1814. Ne? Ja, aber der Papst durfte ja da oder sollte ihn ja da krönen. Er war und dabei, der Papst war dabei. Ja, ja. Und er hat gesehen, ja, ja. wie er sich die Krone aufgesetzt hat. Papst Pius der Siebte war das, ja. Ja, ja. Und da frage ich dann halt immer, wenn jemand, die meisten Menschen können sich einfach nicht vorstellen, welche Macht, Finanzmacht und geistige Macht die Kirche besitzt. Also jetzt speziell die römische Kirche. Und weltliche Macht. Ja, die weltliche Macht auch, genau. Das können sie sich nicht vorstellen, weil die Leute den Link nicht legen, weil die Leute nicht die Verbindung machen zwischen Politik und Religion. Ja, und das ist ja halt gerade der Gag an der Geschichte. Ja, und genau. da kann man ja dann auch mal sehen, dass die katholische Demokratische Union, die hier in Deutschland regiert, beispielsweise das ja auch zu verheimlichen weiß. Aber auf den Punkt wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte einfach nur auf den Punkt hinaus, wenn wir uns mal die Krönung Karls des Großen anschauen, dann ist doch ganz leicht zu erkennen, beispielsweise, wer dann die tatsächliche Macht hat. Denn derjenige, der gekrönt wird zum Kaiser oder derjenige, der krönt. Und in dem Falle, wie auch immer, ist es dann immer der Papst, der viel größere Macht hat als selbst ein Kaiser. Und von daher ist es doch für mich ganz bildlich leicht vorstellbar. Derjenige, der sein Haupt beugt, um die Krone zu empfangen, der beugt sich halt nieder, egal aus welchem Grund. So ist es prinzipiell, aber hier haben wir 1804, nicht 1814, 1804, wo Napoleon, hier rechts im Bild, sich selbst die Krone aufsetzt und den Papst als Zuschauer demütigt, um eben zu sagen, wenn ich mir die Krone aufsetze, kann ich sie mir auch wegnehmen, wenn du sie mir aufsetzt, kannst du sie wegnehmen. Und außerdem, dürfen wir nicht vergessen, war Napoleon ein Hochgrad-Freimaurer. Das heißt, er war kontrolliert vom schwarzen Papst, die in dem Moment zwar in der Verbannung waren, die Jesuiten, aber nichtsdestotrotz gab es die Freimaurer noch und Napoleon war unter der Leitung oder unter dem Daumen oder wie auch immer man das sagen will, des Generals der Jesuiten, auch wenn der zu der Zeit offiziell gar nicht existiert hat. Ne? Mhm. Und das ist halt eine Demütigung der Macht des Papstes in dem Augenblick, wenn der Napoleon sich hier selber krönt. Genauso wie es im Grunde Heinrich IV. Auch probiert hat, ne? Als er gegen den Papst den Aufstand gemacht hat, 1076, ja. Und dann mit dem Gang nach Canossa klein beigegeben hat. Ja, ja, ich glaube, bei Napoleon war es sogar so, dass er den Papst so gedemütigt hat, dass er, glaube ich, extra über eine Stunde zu spät gekommen ist oder so. Irgendwas habe ich dann noch in Erinnerung. Aber wie gesagt, egal wie, ich finde es halt einfach sehr interessant, jemand, der sich eine Krone aufsetzt oder aufsetzen lässt, besser gesagt, der muss sich ja trotzdem beugen, um die Krone zu empfangen. Und abgesehen davon, mein König braucht keine Krone. Also Jesus Christus ist letzten Endes der König der Könige und der kann nicht gekrönt werden, sondern der ist nicht im Weltlichen. Und der muss auch nicht für alle sichtbar eine Krone tragen, denn in dem Moment, wo man zur Gemeinde Jesu gehört, weiß man eigentlich mit weltlichen Herrschern wohl umzugehen und die einzuordnen. Denn in dem Moment, wo ich mir eine Krone aufsetzen muss, da muss ich ja anderen etwas demonstrieren, dass ich über denen stehe. Und das ist eine Sache, die eigentlich unchristlich ist, finde ich. Ja, aber trotzdem steht in der Bibel ja auch drin, dass die Heiligen auch Kronen bekommen, die sie dann alle sogar vor dem König der Könige niederwerfen, ne? In Offenbarung. Ja, aber ich sehe es halt einfach als ziemlich nutzlos an, jemand eine Krone aufzusetzen. Denn entweder habe ich einen gewissen Respekt oder ich habe ihn nicht. Aber den aufgrund von Äußerlichkeiten, von Reichtum zu haben, eine Krone ist ja immer ein besonderes Relikt, sage ich jetzt so, das mit Reichtum und Macht zu tun hat. Dann muss ich ja nach außen in etwas demonstrieren. Und diese wirkliche Macht, die hat derjenige, der so einen Papphut aufträgt und nicht derjenige, der diese ganz tolle mit Edelstein besetzte Krone trägt. Da kann ich dir ja nicht widersprechen. Das ist im Prinzip, hast du ja recht. Derjenige, der dich krönt, der kann dich auch entkronen. Ne? Logischerweise. Mhm. Victor, hast du vielleicht auch was dazu beizutragen oder möchtest du gerne etwas dazu beitragen zu der Diskussion hier?
Ja, also ich habe mir auch vorhin noch mal das Kapitel durchgelesen. Ich fand das an sich auch ganz gut, wie der Griesinger das auch noch mal so diesen Zwist zwischen der temporalen Macht und der spirituellen Macht. Also speziell war das der Fall ja in Mexiko, wo sich dann zum Beispiel die Jesuiten an den Vizekönig gewandt haben. Und der solle dann doch letztendlich bestimmen, dass der Bischof abgesetzt wird oder was der, dass die dann auch dort, dass die Jesuiten dann auch predigen dürfen. Und dann haben die aber gleich, oder der ist dann ja auch quasi so ins Exil, glaube ich, kurz geflüchtet oder musste flüchten, bis dann aus, ich weiß nicht, aus Spanien oder aus, oder dann vom Vatikan direkt dann jemand entsendet wurde, der dann da quasi dann aufgeräumt hat und nochmal klargestellt hat, dass die temporale Macht, sich nicht in die Angelegenheiten der spirituellen Macht einzumischen hat und dementsprechend auch der damalige Vizekönig ja auch kein Recht hat, einen Bischof abzusetzen oder sich in irgendwelche Angelegenheiten der Kirche einzumischen. Und ja, was mir noch so jetzt auch im Zuge jetzt der letzten Seiten, die du noch mal vorgelesen hast, wie ist denn das damals jetzt auch speziell gewesen, jetzt mit diesem Streit, diesem Jansenismus und den Jesuiten? Wie wurde das denn so auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen oder lief das dann mehr immer alles so im Verborgenen ab? Naja, der Jansenismus war im Grunde eine verfolgte Lehre der Bibel, die die Jesuiten verfolgt haben. Nur wie ich sagte, zur Zeit, als das anfing, wir sprechen ja hier um die Zeit rund 1670, da war ja das Edikt von Nantes noch in Wirkung. Und das Edikt von Nantes hat ja dafür gesorgt, dass die Hugenotten und die, also dass im Grunde eine Art Glaubensfreiheit in Frankreich existierte in dem Moment. Ja? Und dass die Protestanten mehr oder weniger ihrer Religion frei folgen konnten. Das Edikt von Nantes wurde eingesetzt von Henrich IV. Ende des 16. Jahrhunderts und hat keine ganzen 100 Jahre gedauert. Ich glaube, von 1594 wurde es eingesetzt und 1685 wurde es aufgehoben. Eben durch die Einwirkung von Lachaise als Beichtvater auf Louis XIV. Und als das Edikt von Nantes aufgehoben wurde, da fing die blutige Verfolgung der Protestanten wieder an. Und da, die Jansenisten, das war so etwas, das kam kurz davor. Die sind ja aufgerichtet worden Ende der 1660er, Anfang der 1670er Jahre. Also ungefähr 15, 16 Jahre vor der Aufhebung des Edikts von Nantes. Und das war eine Möglichkeit für die Jesuiten, um halt eine neue Sekte zu verfolgen, ohne jetzt gegen das Edikt zu verstoßen, will ich jetzt mal so sagen. Die haben versucht, sich damit ihre eigene Opposition hochzuziehen. Deswegen sagte ich ja, der Jansen, von dem der Name Jansenist kommt, hat ja gelehrt in Löwen an der Universität und hat gelehrt an der Sorbonne. Das sind ja Jesuitenschulen. Und die Jesuiten sind immer sehr gut darin, ihre eigene Opposition hochzuziehen und da dagegen zu kämpfen. Ich kann ja nur eine These aufstellen und eine Antithese aufstellen, wenn ich sowohl die These als die Antithese kontrolliere und kann dann für die Synthese sorgen. Verstehst du, was ich sagen will damit? Ja, also im Grunde genommen kann ich damit natürlich auch so in einem Volk auch die Leute rausfiltern, die sich natürlich dann auch zu so einem, ja, dann Jansenismus oder zu einer protestantischen Strömung sich hingezogen fühlen, ne, um die dann natürlich dann ja zu verfolgen. Und damit weiß ich, dass das Gegner meines Glaubens sind, also wenn ich jetzt Jesuit bin, damit weiß ich, dass das Gegner der römisch-katholischen Kirche sind und damit kann ich sie isolieren und kann sie verfolgen auf eine bestimmte Art und Weise. Und genau darum ging es. Und während der Zeit der Nichtverfolgung der offiziellen, sage ich jetzt mal, anerkannten Protestanten wie den Hugenotten, die eben nicht zu verfolgen, haben sie sich die Janseniten herangezogen und konnten die dann verfolgen. Jeder, der sich dann aufgrund der Lehre zu den Janseniten bekannt hat, ist damit ein Feind der Jesuiten geworden und konnte dann bekämpft werden. Und so kann man eben dafür sorgen, dass man das Volk, sage ich jetzt mal zwischen Anführungszeichen, reinhält. Ja? Dass man also die von den Jesuiten begriffene ketzerische Lehre ausrottet, obwohl mit dem Edikt von Nantes, das bis 1685 ja in Wirkung stand, normalerweise die Protestanten geschützt wären. Das waren sie halt dadurch nicht mehr. Die Jansenisten zumindest nicht. Nur bei den Jansenisten muss man ja auch damit zu sagen,
Die Jansenisten haben sich ja berufen auf die Schreiben von Jansen und natürlich, der behauptet sich hauptsächlich auf Augustinus. Augustinus ist ein sogenannter Kirchenvater und ist biblisch gesehen auch ein Heretiker. Ne? Das wollen wir mal ganz eben deutlich sagen. Ne? Die Leute, die Jansenisten waren, waren keine biblischen Protestanten in der Hinsicht. Ne? Waren keine bibeltreuen Nachfolger, sondern sie sind dann dem Jansen gefolgt. Das ist ja immer das Problem. Die Leute folgen ja lieber Menschen als Gott, ne? Ja, das denke ich, das hast du nochmal so ganz gut wiedergespiegelt. Ja, ist natürlich dann auch immer klar, das ist dann in der Regel auch zu der Zeit sich das in Frankreich sehr noch sich so, sage ich mal, sich so wiedergespiegelt hat, die Situation, dass es eher noch so viele, ja, Splittergruppen, Minderheiten wahrscheinlich auch eher waren, ne? Ja, das Problem war, dass im Großen und Ganzen den Jesuiten die Hände gebunden waren, was die Ketzerverfolgung oder die Protestantenverfolgung anging, weil die Protestanten durch das Edikt von Nantes geschützt waren. Jetzt kam diese neue Gruppe darauf, die Jansenisten, aber die konnte man dann verfolgen. Die fielen da wohl nicht drunter. So verstehe ich das zumindest. Und so konnten sie dann trotz des Schutzes, des allgemeinen Schutzes der Protestanten dafür sorgen, dass sie die Jansenisten verfolgen konnten. Das haben sie auch getan. Die ganzen Jahre. Und als dann das Edikt von Nantes fiel, 1685, dann war sowieso vorbei. Und damals sind ja Hunderttausende, ich glaube 500.000 Menschen sind damals in Frankreich umgekommen. Und ungefähr genauso viele sind damals geflüchtet. Hauptsächlich in die Niederlande und umliegende andere Länder. Also Deutschland, Schweiz, Italien, wenn sie dahin geflüchtet sind. Aber hauptsächlich in die Niederlande. Nach oben, nach Norden sind die weggegangen. Und auch Deutschland zum Teil. Ne? Und das war dann halt die Folge des Einzugs des Edikt von Nantes 1685. Da hat dann die Verfolgung der Protestanten wieder zugenommen und die römisch-katholische Kirche oder die Jesuiten hatten wieder eine ziemliche Oberhand in Frankreich für eine ganze Zeit. Ja, wie wir ja wissen, dann bis 1762, da kam dann der Fall von Lavalette, ne? Und dann haben sie es da ja wieder auch wieder verloren. Und die Witwe Krok. Ja, das weiß ich jetzt im Augenblick nicht mehr. Doch, das habe ich so gut behalten, weil ich immer an Krokodil denken muss. Aber meine Brücken bauen hier. Ja, okay. Meine Pontifexen bauen. Gut, dann werde ich mal weiterlesen in dem Buch, wenn das gut ist für euch. Im zweiten Kapitel, das Anstößige der Jesuiten, der jesuitischen Konstitution, also der Verfassung. Das Anstößige der jesuitischen Lehre und auch der jesuitischen Erziehungsmethode. Das ist natürlich ganz interessant, über die Erziehungsmethode darüber zu diskutieren, weil da kommen wir natürlich auch wieder wahrscheinlich dem berühmten Ratio Studiorum entgegen, das Lernen gegen das Lernen, Erziehungs- und Lehrmethode. Ne? Deswegen. Ich habe schon im ersten Buche dieses Werks erzählt, sagt der Autor, auf welche Weise, nach welchen Grundsätzen und nach welchen Regeln sich der Orden Jesu konstituierte. Von diesem allem jedoch erfuhr, außer der Sozietät selbst, den Papst ausgenommen, niemand etwas. Und noch weniger ward der Menschheit etwas davon kund, was zu den ursprünglichen Ordensstatuten und Regeln von späteren Generalen noch weiter hinzugefügt wurde. Ja, damit bezieht sich der Autor hier auf die Bulle in Junctum Nobis, nachdem wir die ursprünglichen Ordensstatuten hatten, die Ignatius Loyola erstellt hat, wurden dann 1543 mit der Erteilung der Bulle in Junctum Nobis allen zukünftigen Generälen der Gesellschaft Jesu carte blanche, also eine vollständige Handlungsfreiheit gegeben, um die Statuten und Regeln auch ständig anzupassen. Und das kann natürlich kein Mensch mehr kontrollieren. Die Söhne Loyolas liebten es vielmehr, sich in dieser Beziehung in ein gewisses Geheimnis zu hüllen. Ohne Zweifel, weil ihnen gar wohl bekannt war, wie hinter all dem Geheimnisvollen von den abergläubigen Menschen immer ein halbes Wunder vermutet wird. Noch mehr aber deswegen, weil die Welt in einen argen Schrecken geraten sein würde, wenn sie den ganzen Inhalt ihrer Verfassung, ihrer Regeln und ihrer Grundsätze erfahren hätte. Letzteres vermuteten aufgeklärte Köpfe schon sehr bald, und wir ersehen zum Beispiel aus dem Brief des Bischofs Palafor an den Papst Innozenz X. vom Jahr 1649, dass er die Jesuiten wegen ihrer Lichtscheuheit in einem sehr schlimmen Verdacht hatte. Zitat: Die Entscheidungen, so schreibt er,
Die Entscheidungen und Schlüsse der allgemeinen Kirchenversammlung, wie der Päpste, Kardinäle, Bischöfe und der Geistlichkeit überhaupt, sind der ganzen Welt bekannt. Denn niemals hat die Kirche das Licht gescheut und die Finsternis ist ihr ein Greuel. Gleicher Gestalt findet man auch in jedem Orte und in jeder besseren Bibliothek die Freiheiten, Regeln, Ordnungen und Grundsätze aller geistlichen Orden, und es kann zum Beispiel ein Franziskanernoviz alles sehen und lernen, was ihm zu wissen nötig ist, wenn er später General des Seraphischen Ordens werden sollte. Nur allein die Jesuiten hüllen sich geflissentlich in ein Dunkel, welches zu durchdringen der Laienwelt gänzlich verwehrt ist und dessen Schleier sich selbst vor vielen ihrer Mitglieder nicht aufrollt. Es gibt nämlich unter ihnen eine große Anzahl, welche bloß die drei, nicht aber das vierte Gelübde abgelegt haben. Dafür aber von den wahrhaften Grundlehren, Satzungen und Freiheiten des Ordens gar nicht oder doch nicht recht unterrichtet sind. Vielmehr wird dieses Geheimnis, wie ihre Heiligkeit bekannt sein muss, nur einer geringen Anzahl anvertraut. Und von manchen, was besonders wichtig, wissen wohl bloß die Oberen und der General. Ohnehin aber richtet sich ihre Regierungsform nicht nach den Regeln der katholischen Kirche, sondern wird nach gewissen geheimen, nur von deren Vorgesetzten bekannten Lehrsätzen geführt, und auf verborgene, geheime Angebungen schafft man viele Untergebene weg, ohne dass ihnen die Ursache ihrer Entfernung jemals angegeben, ohne dass das Vergehen selbst untersucht würde. Kurz, der Orden Jesu bildet ein ganz eigenes Institut, das sich weder nach der gewohnten kirchlichen Ordnung noch nach dem natürlichen Gesetz der Vernunft richtet, und es ist daher wohl am Platze, hinter einer solchen Geheimtuerei etwas zu vermuten, was dem Worte Christi, ich bin das Licht der Welt, durchaus nicht entspricht. Ende Zitat. Das hat er gut gesagt. Nur bin ich nicht ganz mit einverstanden mit dem, was hier gesagt wird. Und ich glaube, dass weder Michael noch Viktor auch damit einverstanden sind. Weil der Autor hier weiter oben sagt, dass alles, was die römisch-katholische Kirche sagt, ganz offen im Licht ist. Denn die Kirche hat das Licht, denn niemals hat die Kirche das Licht gescheut und die Finsternis ist ihr ein Greuel. Ja, das sage ich von der wahren Kirche Jesu Christi, aber von der römisch-katholischen Kirche sage ich das nicht, weil in der römisch-katholischen Kirche haben wir auch immer eine innere und eine äußere Lehre. Ja? Und die römisch-katholische Kirche scheut das Licht wie der Teufel das Weihwasser, weil dann würde ihre verborgene, ihre geheime, ihre initiierte Lehre ans Licht kommen. Und das will sie mit Sicherheit nicht haben. Aber ansonsten kann man dem Artikel schon ziemlich genau zustimmen. So schrieb Palafur, und ganz ebenso dachten wohl noch viele andere klarer denkende Männer. Allein trotz diesem schlimmen Verdachte, in welchem man den Orden Jesu hatte, blieb man doch allgemein im Dunkeln über seine Regeln und innere Regierung, und man war sogar längere Zeit im Zweifel darüber, ob überhaupt nur solche Regeln da seien, das heißt, ob sie gedruckt oder doch geschrieben überhaupt vorliegen. Nach und nach aber fingen einzelne wenige an, in die Außenwelt hinauszudringen, und man erfuhr zum Beispiel, dass im Jahr 1584, also zu einer Zeit, da der Orden bereits in allen Reichen dieser Erde verbreitet war und eine bedeutende Herrschaft erlangt hatte, zum ersten Male seine Regeln gedruckt worden seien. Jedoch nur zum Gebrauche seiner Mitglieder und unter dem strengsten Gebote für diese, das Buch nicht in profane Hände gelangen zu lassen. Mit dieser Vorsicht übrigens, flüsterte man sich zu, begnüge sich der Orden noch nicht, sondern es bestehe vielmehr die Einrichtung, dass die wichtigeren Satzungen und Instruktionen, welche die Oberen angehen, nur geschrieben und nur in so vielen Exemplaren, als man unumgänglich notwendig habe, vorhanden sein, damit sowohl die Laienwelt als auch das Gros des Ordens, die Novizen, Koadjutatoren und Scholastiker, keine Kenntnis von demselben bekäme, denn es gäbe Dinge, die nicht für jedermanns Ohren seien. Also flüsterte man, sagte sich, allein dieses Flüstern enthielt die Wahrheit, und die geheimsten Heimlichkeiten der Sozietät sind deshalb nie vollständig aufgedeckt worden. Mit vielem aber,
Sogar mit sehr vielem fand man im Verlaufe der Zeit nicht mehr nötig, so außerordentlich geheimnisvoll zu tun, und somit druckte man anno 1635 unter dem Titel Ratio est institutio societatis Jesu, also das Wesen und die Einrichtung der Gesellschaft Jesu, eine neue Ausgabe der Ordensregeln, in welche man eine Menge Dinge, zum Beispiel päpstliche Breves, also Briefe, Dekrete der Ordensgenerale und der Generalversammlungen oder Generalkongregationen der Professen, Regeln für die Kollegien und Schulvorschriften und so weiter aufnahm, die man vor 50 Jahren noch nicht zum Gedrucktwerden passend erachtet hatte. Doch weit vollständiger war eine dritte Auflage, die anno 1702 in zwei starken Quartbänden, also jeweils mit vier Bänden, erschien und folgenden Titel erhielt: Corpus Institutorum Societatis Jesu in duo volumina distinctum. Accedit Catalogus Provinciarum Domorum Collegiorum etc. Iustum Societatis. Und so weiter und so weiter. Also alles hier in Lateinisch, was ich sowieso nicht so besonders gut verstehe. Sammlung der Einrichtungen der Gesellschaft Jesu in zwei Bänden, denen beigedruckt ist ein Verzeichnis der sämtlichen Provinzen, Häuser, Kollegien und so weiter des Ordens. Und das verstehe ich schon besser. Endlich erschien noch anno 1757 in der Druckerei des Jesuitenkollegiums zu Prag eine vierte Auflage, auch in zwei Quartbänden, und diese war oder ist vielmehr natürlich die vollständigste von allen. Denn ihr wurden auch die neuesten Beschlüsse und Befehle der Generalkongregation sowie die Briefe der Ordensgenerale bis auf Ignaz Visconti herunter einverleibt. In allem anderen jedoch ist sie nur ein Abbruch oder ist sie nur ein Abdruck der dritten Auflage, wie sie denn auch denselben Titel führt, und man erfährt daher aus ihr nicht mehr über den Orden als aus der vom Jahre 1702. Aus allen diesen geht zur Genüge hervor, dass sich nicht allzu viel Gedrucktes über den Jesuitenorden vorfindet. Allein dieses Wenige hätte vollkommen genügt, der Welt ein richtiges Bild von jener Sozietät zu geben, wenn man nur Kenntnis davon gehabt hätte oder, wie wir heute sagen müssen, 2018, wenn man nur davon Kenntnis haben wollte. Weil diese Dinge liegen heute den Leuten wie uns, diese Bücher hier unter anderem, offen vor. Man kann sie wissen. Man muss sich damit nur beschäftigen wollen. Und das ist eben das Problem. Durch die Art und Weise, wie die Jesuiten die Gesellschaft, die letzten Generationen erzogen haben oder indoktriniert haben, und wie sie ihr Ratio Studiorum und ihr Lernen gegen das Lernen auf uns alle zugepasst haben, das sorgt dafür, dass wir gar kein Interesse haben, uns mit solchen Sachen zu beschäftigen. Dass wir nur das als in Ordnung annehmen, das akzeptieren, was uns offiziell gelehrt wird. Weiter schauen die meisten Leute überhaupt nicht mehr. Und wehe! Michael, Viktor oder ich oder ein anderer Bruder in Christus versucht mal, jemanden von diesen Heiden auf die Wahrheit attent zu machen, also aufmerksam zu machen. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht links und rechts eine Ohrfeige kriegen, weil die Leute sich gleich persönlich angegriffen fühlen, wenn man ihnen probiert, die Wahrheit zu sagen. Der Satz, den Tertullian damals ausgesprochen hat, vor Hunderten von Jahren, der sagte, die erste Reaktion auf die Wahrheit ist Wut, kann ich in der Hinsicht nur unterstreichen. Man läuft damit gegen Mauern. Und man muss es eben so sehen, wie der Autor das hier probiert darzustellen. Damals gab es diese ganze Information nicht und die Leute waren auf Raten angewiesen, um dafür zu sorgen, um zu verstehen, warum die Gesellschaft Jesu tat, was sie tat. Sie hatten keine schriftlich niedergelegten Verfassungen, Moraltheologien oder sonstige irgendwelche Verhaltensweisen von diesem Orden. Die Menschen wussten es einfach nicht. Und heute in 2018 können wir das überall, wenn wir nachforschen, nachsehen. Wir können uns darüber informieren, aber wir tun es nicht. Und stattdessen schreit die ganze Welt Heil Papa, dem ersten jesuitischen weißen Papst Franziskus, tagtäglich auf dieser Welt zu. Und das, ehrlich gesagt,
bringt mich zum Kotzen, zum geistigen Erbrechen, muss ich mal ganz ehrlich eben sagen. Ja, da bin ich bei dir. Danke, Michael. Die Ignoranz ist da draußen ist also wirklich absolut irre. Ja, Ignoranz ist das Futter der römisch-katholischen Kirche. Da ernähren die sich von unserer Ignoranz. Ja? Wird sich halt einfach überall noch völlig oberflächlich mit irgendetwas beschäftigt, um mitreden zu können und danach ist auch wieder vergessen, so es nicht zu der sofortigen Befriedigung der primitivsten natürlichen Bedürfnisse entspricht. Also wenn es irgendetwas Anspruchsvolleres ist, dann nee, also ist nicht so, muss ich nicht wissen und das ist also wirklich wie im Militär auf dieser Need-to-Know-Basis, dass man da also tatsächlich die Leute mich fragen dann teilweise auch, ja, aber was habe ich denn davon, wenn ich das weiß? Ja, da war doch letztens einer von deinen Freunden, der die Antwort gegeben hat, ne? Ja, genau. Ja, gut. Ja. Namen müssen wir ja jetzt nicht nennen. Wir wissen beide, wer gemeint ist. Ist aber auch jetzt nicht ein Einzelbeispiel. Nein. Das ist so der generelle Ablauf. Die Menschen, die möchten halt einfach nicht in ihrem Weltbild gestört werden. Die möchten auch, ich lerne ja auch jedes Mal bei jeder Lesung dazu, aber die meisten möchten das nicht. Die glauben halt einfach alles das, was denen vorgesetzt wurde und dann ist auch gut. Mehr müssen die auch nicht wissen, weil damit sind sie auch dann zufrieden. Weil denen geht's ja gut. Solange den Menschen gut geht, solange macht er sich keine Gedanken. Und das ist für mich halt einfach das Faszinierende dabei, wie lethargisch und wie denkfaul, wie bequem eigentlich so die Spezies Mensch ist. Also ich sage jetzt einfach mal, ein ganz primitives Tier, ohne jetzt ein spezielles zu nennen, muss sich jeden Tag in der Wildnis draußen zumindest Gedanken machen, also ist ja übertrieben, aber man muss dann sämtliche Sinne schärfen, um seine Beute zu erlegen. Aber der Mensch ist dermaßen komfortabel, der geht in den Supermarkt, holt sich etwas zu essen, geht in den Getränkemarkt, holt sich was zu trinken und andere Dinge dann auch. Der macht sich über alle anderen Sachen keine Gedanken. Der hat so ein wahnsinniges Gehirn, so eine Kapazität, aber er nutzt sie einfach nicht, weil er halt einfach nur ja, eigentlich gar kein Interesse daran hat, weiter über den Tellerrand rauszuschauen. Und das finde ich so faszinierend. Ich finde es einfach nur faszinierend, wie Menschen mit so wenig glücklich sind, die könnten dann eigentlich so 90% ihrer mentalen Fähigkeit könnten die weitervermieten. Und damit meine ich jetzt nicht, dass irgendjemand, das hat nur mit Ignoranz zu tun. Ich finde es halt völlig faszinierend, weil jeder hat da ungefähr dieselbe Lebensspanne, ob man jetzt 30 Jahre oder 70 Jahre auf diesem Planeten ist, aber der Inhalt, mit dem ich mein Gehirn und meine Persönlichkeit füttere, der unterscheidet uns ja und da sind halt einfach die meisten nicht bereit, eine Stunde so eine Lesung sich anzuhören oder wie habe ich jetzt letzte Woche einen Kommentar bekommen auf ein englisches Video von mir über Simon Peter, da meinte jemand, er hätte sich nicht den Nerven, ein englisches Video anzugucken. Ja, tut mir dann auch leid. Das war's. Solche Kommentare kriege ich zuhauf. Könnte da stundenlang drüber diskutieren. Ich finde es einfach nur traurig. Ich finde es auch traurig für denjenigen, der halt nicht so gut Englisch kann. Dann wäre halt einfach, wenn man so viel wissen möchte, wäre es halt auch eine Idee, das Pferd mal richtig rum aufzuzäumen, dann zu sagen, gut, dann setze ich mich auf die Hinterbeine und lerne jetzt erstmal vernünftig Englisch. Ja? Also gut, aber es gibt halt einfach, die Leute sagen, nö, mehr muss ich nicht wissen. Und dann ist auch wieder gut. Und wir unterscheiden uns von den anderen Leuten. Wir sind nicht schlauer, wir sind auch nicht besser, wir sind vielleicht älter, aber wir wollen es halt wissen. Der Unterschied ist, wir wollen es wissen. Wir haben halt einfach diesen Ehrgeiz und wir haben halt auch diese Tiefe da drin und möchten das halt wirklich alles wissen, um wirklich ein vernünftiges Urteil abgeben zu können und unser Leben halt dementsprechend an der Wahrheit und die Wahrheit ist Jesus Christus ausrichten zu können. Das ist zumindest mein Hintergrund, warum ich Lesungen mitmache, warum ich Bücher lese, warum ich mir Videos angucke, weil ich letzten Endes auf den Weg, der die Wahrheit und das Leben ist, gehen möchte und nicht ein Jota daneben oder halt auch nicht den breiten Weg gehen möchte, ne? Den bequemen Weg, den möchte ich nicht gehen, denn ich weiß laut dem Skripten, wo der hinführt und ich möchte es wissen und wenn ich nachher mit dem Ergebnis nicht zufrieden bin, okay, aber es ist die Wahrheit und es gibt niemals zwei Wahrheiten. Es gibt diesen doofen Spruch, der da lautet heutzutage, es gibt immer mehr als eine Wahrheit. Das ist völliger Unfug. Es gibt nur eine Wahrheit. Und die eine Wahrheit ist,
dass diese Welt nicht von Menschen kreiert worden ist, egal wie lange wir, wie viele Jahre wir dann zurückgehen und egal welcher Theorie wir dann glauben, die Wahrheit ist das Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes ist letzten Endes auch durch den Theodor Griesinger in einer Variante hier erschienen, aufgrund dieser Bücher. Und ich glaube, wo der Herr Griesinger dann halt jetzt eben den Spruch gemacht hat, dass die Kirche halt eben nicht agiert. Ich denke, da kommt seine theologische Ausbildung an der Uni Tübingen zum Vorschein, die dann auch weit vor 1500 gegründet wurde, die also dann auch meiner Logik heraus dann auch katholisch sein muss und wahrscheinlich dann irgendwann speziell auch später dann jesuitisch geworden ist. Aber zumindest seine Theologieausbildung hat ihn wahrscheinlich dazu bewogen, diesen Satz zu sagen, weil er im Gegensatz zu den Jesuiten gemeint hat, dass der Katholizismus doch dann eher im Offenen agiert. Wo wir alle mittlerweile wissen, dass wir auch andere Möglichkeiten haben, als der Karl Theodor Griesinger uns heutzutage die Wahrheit herauszufinden. Aber wir sind dem Herrn Griesinger sehr verbunden, sehr dankbar, dass er das alles für uns, für die Nachwelt und für unsere Enkel aufgeschrieben hat. Ja, dem kann ich im Grunde nur hinzufügen, wenn man durch den Geist der Wahrheit geleitet wird, dann gibt man sich mit der Lüge nicht mehr zufrieden. Dann will man die Lüge entdecken oder aufdecken und dann will man die Wahrheit entdecken, ja. Und das Problem ist, dass die meisten Leute von diesem Geist der Wahrheit nicht angetrieben werden, sondern die werden von dem Geist der Lethargie angetrieben. Ja? Lethargie, damit meine ich von Sesselpupser, die Bier trinken und Chips essen und Fernsehen gucken, um es jetzt mal übertrieben zu sagen. Solange die abends ihr Futter haben und nachts ihr Bett und ihre Frau, um mit zu schlafen und am nächsten Morgen wieder ihren Job machen zu können und am Ende des Monats ihr Geld zu bekommen, sind sie zufrieden. Das ist nun mal die Mehrheit der Menschheit. Die macht sich sonst keine Gedanken. Das ist im Grunde, und das ist vielleicht traurig, das so sehen zu müssen, aber wo ist da noch der Unterschied zu irgendwelchen Tieren, die auch morgens aufstehen, den ganzen Tag auf der Weide fressen und nachts wieder schlafen wollen und sich sonst, um nichts kümmern wollen? Der Vergleich, dass Menschen Schafe sind in der Hinsicht, ist leider viel zu zutreffend und tut weh. Und weil die Menschen wollen sich das nicht eingestehen, ja, wir kennen doch diesen Spruch, nur die allerdümmsten Kälber wählen ihren Schlachter selber, ne? Und trotzdem gehen wir alle 4 Jahre an diese Urne und wählen, obwohl in Offenbarung 17 Kapitel 2 deutlich geschrieben steht, dass die Könige dieser Welt Unzucht getrieben haben mit der Hure von Babylon. Und wenn die Könige dieser Welt Unzucht treiben mit der Hure von Babylon, dann ist jede Mitarbeit mit diesen Königen ebenso Unzucht treiben. Das ist doch ganz einfach, dafür muss ich nicht studiert haben, um das zu begreifen. Die Bibel ist in einer Art und Weise geschrieben, dass sie sich jedem Viertklässler, Fünftklässler erklärt. Natürlich nicht in einem Maße wie jemand, der 20, 30, 40, 50, 60, 70 Jahre älter ist und die Bibel sein ganzes Leben lang mehr oder weniger studiert hat. Natürlich versteht der sie tiefer auf einem anderen Level. Aber das Basisverständnis eröffnet sich dem Bibelleser, wenn er 10, 11, 12 Jahre alt ist. Ja? Und das ist auch ganz wichtig so, weil Jesus Christus hat gesagt, schickt die Kinder zu mir. Denn die sind noch nicht indoktriniert, die haben noch reine Gehirne, reine Gewissen. Denen kann man die Wahrheit noch sagen, weil sie sie aufnehmen wie ein Schwamm. Und wenn wir unsere Kinder, wie Martin Luther damals gefordert hat, 1520 in seinem Schreiben gegen den christlichen Adel oder an den christlichen Adel, wenn wir heutzutage unsere Kinder im Evangelium täglich unterrichten würden, dann würden wir die Probleme in dieser Welt nicht haben, die wir haben. Dann würden wir in einer anderen Welt leben oder zumindest würden wir Christen in einer größeren Zahl sein und wir würden besser leben, als wir das heute tun. Aber die meisten Christen sind ja selbst lethargisch und tun nicht viel. Zumindest die meisten Leute, die von sich behaupten, Christen zu sein, die aber das Christentum mehr als eine Freizeitbeschäftigung unterhalten, anstatt das ihren Lebensinhalt zu machen. Jesus Christus hat gesagt, nimm dein Kreuz auf und folge mir, mein Joch ist leicht. Wirf das Joch von Rom ab. Das Joch von Jesus Christus ist leicht. Nun muss ich mir erstmal überhaupt davon bewusst sein, was das Joch von Rom ist. Und die Jesuiten sorgen dafür, dass dieses Joch von Rom sich nicht leicht anfühlt bei den Leuten, die da nicht Ausschau nachhalten, weil sie gerne unterhalten werden. Von morgens über mittags bis abends bis in die Nacht hinein. Hauptsache Unterhaltung.
Fernsehen, Computer, Theater, Sportveranstaltungen aller möglichen Arten und Weisen, sonstige irgendwelche Freizeitveranstaltungen, Sportvereine, Kegelvereine, Theatervereine, nenn es mal, es ist doch alles nur ein einziges Ratio Studiorum, um dafür zu sorgen, dass wir alles lernen, dass wir uns mit allem beschäftigen, außer mit dem Wort Gottes, mit der Bibel. Ja, und dazu möchte ich noch ganz kurz was sagen. Das ist nämlich das, ja, ich will nicht sagen eine Sünde, aber das ist auf jeden Fall dann auch etwas, was nicht gerade positiv ist. Wir vernichten das Wertvollste, was wir hier haben, oder mit das Wertvollste, nämlich unsere Zeit, die wir hier haben. Die ist nämlich arg begrenzt, im Gegensatz zu einem Adam zum Beispiel, der 930 Jahre alt wurde. Der hatte ein bisschen mehr Luft, um sich sämtliche Fernsehprogramme anzugucken. Nee, ist jetzt nur ein Spaß, aber... das ist Zeitverschwendung. Und Zeitverschwendung ist dann letzten Endes dann nur für die, ist dann halt für die meisten Leute dann echt ein totaler Zeitvertreib. Aber ich empfinde das als Beleidigung, wenn ich mich vor den Fernseher setzen sollte und mir ein Dschungelcamp angucke. Für mich ist das Zeitverschwendung. Denn ich lerne nichts dabei. Und lernen ist für mich ganz notwendigerweise, weil ich dann auch weiß, wo ich hingehöre. Ich weiß, dass ich eben nicht so ein schlauer Meier bin, wie ich vielleicht vorher gedacht habe oder wie sie vielleicht andere meinen, die da nichts mehr dazulernen müssen. Ich glaube, deswegen gehen auch viele hin und lehnen dann auch eine Belehrung ab oder lehnen dann auch ab, weitere Dinge wissen zu wollen, weil sie halt denken, sie wären eh schon schlau genug. Ich glaube, da liegt auch ein Knackpunkt drin, denen fehlt einfach die Demut. Die sind dann studiert, die haben dann einen Doktortitel, die haben dann einen gewissen Wohlstand erreicht und die haben eine gewisse soziale Stellung und ich glaube, den Menschen fehlt einfach Demut. Und dieses ist eben genau kontraproduktiv zu unserer Gesellschaft da draußen, die uns alle nur einimpfen möchte, an materielle Werte zu glauben, an den Gott des Mammons zu dienen, das goldene Kalb zu bedienen und alle Egoisten zu werden. Und wenn ich in dem Moment, wenn ich demütig bin, kann ich kein Egoist sein, weil ich ganz genau weiß, wo mein Platz ist und ich ganz genau weiß, wer mein Herr ist, der Herr im Himmel. Ich muss da noch eine ganz dringende Sache einwerfen zu der, was du gerade gesagt hast, Michael. In der Schule lernen sie uns oder lehren sie uns, sie sagen, nicht für die Schule lernen wir, sondern für das Leben. Das ist ein ganz toller Spruch, den man als Kind dann auch ganz freundlich aufnimmt und sagt von, ja, eigentlich ist das wahr. Ich lerne ja gar nicht hier für die Schule, ich lerne für das Leben. Das Problem ist nur, sie erzählen uns gar nicht, was das Leben ist. Und Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also, wenn die Schule recht hätte mit ihrem Spruch, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir, dann würden wir für Jesus Christus lernen. Nur in unserer Schule, in unserem Ausbildungssystem, ob das jetzt Kindergarten, Schule, Universität, Fachhochschule, was auch immer ist, ist das nicht so. Sie sagen es uns, aber es ist nicht so. Im Gegenteil, wir lernen nur für die Schule, um in diesem System, was die Schule zur Verfügung stellt, um in dem System zu funktionieren. Wenn die Schule recht hätte und mit dem Spruch, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir, dann würde die Schule uns lehren, was das Leben ist. Und das Leben ist nichts anderes als Jesus Christus. Und das ist der große Punkt, den wir vielleicht mal verstehen müssen. Auch in Verständnis auf unsere eigenen Kinder oder in Verantwortung auf unsere eigenen Kinder. Ob es jetzt unsere leiblichen oder angenommene Kinder sind, das spielt keine Rolle. Aber wir haben gegenüber den jungen Generationen eine Verantwortung, weil wir inzwischen einen Weisheitsstand im Leben erreicht haben, den viele eben in den jungen Jahren noch nicht haben und den wir damals auch nicht hatten. Und das ist unsere Verpflichtung, den Leuten zu sagen, schau, wenn die Schule sagt, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir, was ist denn das Leben? Und die Antwort, die finden wir in der Bibel. Victor, hast du vielleicht auch noch eine Bemerkung, weil wir müssen das Video ja doch langsam abschließen. Wir sind ja schon bei einer Stunde angekommen. Ja, ich würde noch mal kurz auf ein paar Sänge vielleicht eingehen, die ihr gesagt habt. Also das mit den Tieren, das war noch mal so ganz interessant, dass ihr das noch mal zwischendurch erwähnt hattet. Es ist ja in der Regel so, dass die ältere Generation den Jungen das ja vorlebt oder denen das ja zeigt, wie sie, weiß ich nicht, Nahrungsaufnahme, welche Nahrung etc. pp., Verhaltensmuster und so weiter. Und wenn wir jetzt zum Beispiel uns auch jetzt speziell jetzt auch nochmal mit dieser Lesung von dem
mit dem Buch von dem Henry Gretton Guinness uns das nochmal vor Augen führen, dass der natürlich auch damals versuchte, dass wir müssen das den jüngeren Generationen immer wieder vorleben auch. Also, dass es, ne, dass es nicht nur damit getan ist, mal ein Buch zu drucken und das ist irgendwo in der Bibliothek verfügbar. Nein, wir müssen wirklich jeden Tag immer wieder die jungen Menschen an die Heilige Schrift erinnern, es selbst natürlich auch vorleben. Ne? Das ist, wenn ich eine Kippe in der Hand habe und meinem Kind erzähle, Rauchen ist ganz blöd, dann wird der Effekt, denke ich, verpuffen, weil ja, Bilder sagen immer mehr als 1000 Worte. Ne? Und ja, ich denke, das ist ja auch kurz das, was du auch angesprochen hast, dass wir nämlich in der Schule ja nämlich nicht mehr, oder dass in der Schule nämlich nicht das gelehrt wird, was wir nämlich eigentlich, wir Menschen, gelehrt bekommen sollten und dass das natürlich dann auch dazu führt zu den ganzen Übeln und Abgründen, mit denen wir uns heute ja so rumschlagen und dass natürlich wir auch in einer gewissen Minderheit sind. Ich meine, ist natürlich auch klar, dass dann natürlich, je tiefer man da auch einsteigt in die Materie, das ist ja auch kurz noch, was Michael auch so hervorgehoben hat, dass man natürlich seine Prioritäten auch verschiebt. Und wenn man begriffen hat, dass man in diese Welt ja mit nichts reingeboren wird und auch wieder mit nichts geht, dann ist es eigentlich ja, denke ich, nichts wertvoller, als so viele mögliche Seelen auf die Heilige Schrift aufmerksam zu machen. Und ja, ich denke, das haben wir in der vergangenen Stunde auch, denke ich, gut doch geschafft und ja, freue mich dann vielleicht noch mal wieder dabei zu sein. Sag tschüss. Okay, danke Viktor. Michael, hast du noch ein Schlusswort? Oder bist du schon weggegangen? Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Hat er Hat er nicht. Nee, nicht. nee, ist Hat er gut. nicht. Ist Hat ja gut. schon meins. Ja, Hat ja schon. ist ja gut, ist ja gut. Hätte ja sein können, dass du da noch was drauf sagen wolltest. Nein, ich fand das sehr gut, was der Viktor gesagt Ja, hat. ich auch. Vor allem mit dem Verpuffen. Das habe ich mir mit der Zigarette gerade sehr bildlich vorgestellt. Das war echt super. Ja, gut, dann kommen wir jetzt nach etwas über einer Stunde und nicht allzu viele Seiten gelesen zu haben, doch nach einem sehr, doch zu einem sehr interessanten Schluss dieser Lesung von heute, vom 1. November, wo wir doch einige Dinge vielleicht nochmal klargestellt haben und versucht haben, im Allgemeinen deutlich zu machen, dass wenn Viktor, Michael und ich den Zuschauern in diesem Video sagen, dass die Menschen meistens willfährige Vasallen sind, der Jesuiten, weil sie nicht dagegen sind, weil sie sich gar nicht darum kümmern, was die Jesuiten sind, dann ist das kein Vorwurf, aber dann ist das ein Versuch von uns, euch klar zu machen, was verkehrt läuft und euch versuchen, mit Lesungen wie diesen Geräte in die Hand zu geben, womit ihr umgehen könnt, um dafür zu sorgen, dass ihr euer Leben umdrehen könnt und dass ihr selbst euer Leben leiten könnt, anstatt dass dass euer Leben geführt wird von dem jesuitischen Antichristensystem, in dem wir leben. Das ist im Grunde der Punkt. Entweder bist du ein Schaf, das seinen Kopf senkt und zur Schlachtbank geht und sich darüber nicht weiter ärgert, weil in der Zwischenzeit frisst es eine ganze Menge schönes grünes Gras, musst nur kurz den Kopf runterhalten, dann hast du wieder ordentlich was zu futtern und dass du in der Zwischenzeit auf dein Verderben zugehst, wird dir gar nicht bewusst. Genau das probieren wir mit diesen Lesungen euch bewusst zu machen und dass ihr in den kurzen Momenten, wenn ihr endlich mal den Kopf hochhebt, sehen könnt, dass es einen gibt, der euch lieb hat. Und der euch sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, denn durch mich, also kommt erstmal zu mir. Das ist Jesus Christus, den finden wir in der Bibel. Und deswegen müssen wir an der ersten Stelle unsere Bibel lesen, verstehen, glauben und leben. Lest eure Bibel. Maranatha.